Hallo Leute, hier ist wieder eure Alice im Zockerland. Ich habe gespeichert. Und dann versuchen wir den Spaß doch nochmal. Oh Gott, ich habe ja jetzt schon nur halbe Energie. Was soll das denn geben? Ey, die Fische beißen mich doch gleich wieder K.O. Oh! Ist da schon wieder ein Fisch? Oder ertrinke ich einfach nur? Ich bin einfach vom Blatt gefallen. Ja. Geil! Guter Start! Da brauche ich ja gar nicht erst weiter zu spielen. Es ist... Oh mein Gott, das ist so schlimm. Ja, so fühle ich mich auch. Danke. Also entweder sind da schon Fische oder ich ertrinke einfach. Ich bin mir da gerade ein bisschen unschlüssig. Ah, da sind Fische. Und ich habe es nicht auf den Baumstamm geschafft. Und ich bin tot im Wasser. Guter Start. Was kann ich da eigentlich speichern? Ich glaube, das probiere ich irgendwann mal aus, wenn ich tot bin. Ich meine, will ich speichern, dass ich tot bin, oder was? Okay, ich muss aufpassen. Von unten kommen die Fische. Von oben kommen die komischen, steinspuckenden Riesenbiene-Mayas. Ich habe Angst. Aber ich habe immerhin auch jetzt ein bisschen mehr Energie als gerade eben. Aber wo soll ich denn gleich hinspringen? Gleich kommt wieder... Okay, da kommt... Wo kommst du eigentlich her? Warum hast du einen anderen Weg genommen? Kann ich hier bitte raus? Kann ich hier bitte raus? Ich komme hier nicht raus. Hä? Also Leute, wenn das... Ganz ehrlich. Wenn das nicht total verbuggt ist, dann weiß ich auch nicht. Bleibt, wo ihr seid. Geht weg. Geht weg. Und schießt nicht auf kleine Mädchen. Oh, ich habe keine Energie mehr. Scheiße. So, und jetzt du. Du schnell auch noch. Weg hier. Weg. Stare off. Mann, geh doch weg. Da, Energie. Ich weiß, es ist ein bisschen kacke, aber ich werde jetzt einfach mal speichern. Ich werde jetzt ohne Scheiß alle 5 Minuten speichern. Und ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich euch dabei gut unterhalte, weil das sonst richtig kacke ist. Gib mir meine Füße. Warum klappt das jetzt nicht? Mein Blut. Okay, es ist mein Blut. Haben wir das auch geklärt. Von wo schießt du auf mich? Mein Gott, hier kann man nicht mal in Ruhe zielen, dass man richtig springt. Oh, ich wusste es. Ich wusste ganz genau, die Fahrt mit dem doofen Blatt wird doof. Boah, das war knapp. Passe ich da drunter durch? Ja... Sehr gut.
Nein, ich höre schon wieder den Helikopter. Muss ich hier hoch? Ich weiß es nicht. Stopp! Stopp! Nicht so schnell! Nehme ich mit! Ich warte auf das nächste Blatt. Sollte ich jemals hier wieder hochkommen. Oh, yikes! Fische! Fische! Keine Fische! Fische! Ertrinken! Ich weiß auch nicht... Ich meine, eben bin ich ja relativ gut wieder hochgekommen, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich drücke X und sie springt nicht. Sie springt nicht aus dem Wasser raus. War das früher immer so? So völlig ohne Tutorial und... Also ich komme mir mittlerweile extrem verloren vor, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Ich glaube, man ist mittlerweile wirklich, wirklich verwöhnt, weil man in neueren Spielen in der Regel immer In-Game-Tutorials hat. Wenn dir nicht sogar während des Spielens angezeigt wird, was du drücken musst. Und ich finde es... Also ich glaube, man ist echt verwöhnt. Wenn ich jetzt alte Spiele spiele, finde ich es unglaublich schwierig, die überhaupt zu spielen oder geschweige denn zu besiegen, ne? Oh Gott, Mörderpflanze! Mörderpflanze! Ich will hier erstmal runter. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Oh, da kommt schon wieder hier. Man hat auch überhaupt keine Zeit, sich auszuruhen. Ich glaube, ich kann mich nicht ducken, oder? Au, pick mich das auf. Ja, tut es. Und da kommen die Fische. Und sie fressen mich auf. Und ich bin tot. Oh. Ich weiß, ich habe nicht gespeichert. Alter! Das Spiel ist so hardcore. Bestimmt nur für mich. So, jetzt bin ich schneller als du. Jetzt bin ich schneller als du. Ich bin schneller als wie du. Ich habe eigentlich volle Energie. Ich lasse das Scheißding, also das da jetzt mal sein. Nee, kommt ja noch gar nicht. Das heißt, ich muss gleich auf diesem klitzekleinen Blatt mit dieser unfassbar verkackten Steuerung den Dornen ausweichen. Lustig. Okay, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Oh, und jetzt, wo springt sie denn schon wieder hin? Alter. Oh, dieses Spiel. Ey, ein Fehltritt und verkackt. Verkackt. Und die kannst du einfach auch nicht richtig steuern. Die springt manchmal einfach 5 Kilometer weit. Guck mal, jetzt springt sie wieder gar nicht. Jetzt hilft X drücken wieder. Und ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie diese Steuerung funktioniert. Jetzt rutscht sie da... Ich habe fast gar nichts gemacht und sie rutschte einfach fast vom Blatt.
Ich dachte eigentlich, ich speichere mit Absicht nicht da. Weil das einfach so kurz ist, nachdem ich das letzte Mal gespeichert habe. Aber es hilft nichts. Es hilft nichts. Ich werde jetzt auch nochmal hier speichern. Es hilft nichts. Ich versuche so vorsichtig zu sein. Mit dem Springen. Also ich... Ich weiß es nicht. Okay. Links, rechts, links, rechts, rechts. Ja, es ist nicht so wirklich viel Platz auf dem Blatt. Interessanterweise haben mich die Dornen diesmal nicht runtergekickt. Kannst du vielleicht einfach mal irgendwie... Ach so. Okay, ja, gut zu wissen. Hätte ich abspringen müssen. Okay, nächstes Mal. Ich habe geguckt, aber ich habe echt nicht gesehen, wo ich hätte hinspringen sollen. Und jetzt hauen mich die Dornen bestimmt gleich wieder runter. Und gleich erstmal eine Nuss auf den Kopf. Also ich glaube, was bei ihr ganz gut hilft tatsächlich, ist erst zu springen. Fast. Ich werde langsam gut. Ja, witzig. Haha, nein. Erst zu springen und dann die Richtungstaste zu drücken, ne? So kontraintuitiv, wie das auch klingen mag. Wo springe ich denn jetzt ab, du Nase? Ja, sieht gut aus. Sieht nicht gut. Okay, ich nehme es zurück. Auch das ist irgendwie... Es hilft alles nichts. Speichern. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss das nochmal speichern. Das ist ja eine Katastrophe. Ich sollte mal Let's Plays von anderen Let's Playern gucken, die das gespielt haben. Und gucken, wie die sich einstellen. Das habe ich nämlich noch nicht getan. Aber ich bin am Verzweifeln. Was? Oh nee. Och komm, ey. Der See der Tränen. Warum wohl nur? Ich verstehe es gar nicht. Ich bin ja auch sowieso... Ich brauche immer relativ viel Zeit zum Überlegen. Und wenn ich jetzt sowas hier sehe, was mache ich denn jetzt? Hilfe! Also ich... Das sah aber nach einer Cutscene aus, oder? Das sah gewollt aus. Ich bin jetzt im Versteck. Ah, läuft. Da ist der Autosave. Und jetzt, es tut mir leid, aber ich speichere meins auch nochmal. Einfach nur vorsichtshalber. Ich war gerade noch was am Erzählen. Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß, ich habe von anderen Let's Playern gesprochen. Und mehr weiß ich aber auch schon wieder nicht mehr. Waffe, ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine Waffe, die ich öfters benutzen kann. Vielleicht nicht unbedingt die hier. Weil da die Bälle immer sonst wo hingehen. Okay.
Ich muss eine Pause machen, aber ich will gerade hier mal um die Ecke gucken. Oh, das ist immer ganz fatal. Auf einem anderen Netzplay-Kanal, auf meinem englischen. Jedes Mal, wenn ich eine Pause machen müsste und ich sage, ich gucke nur noch mal hier um die Ecke, dann ist die Kacke am Dampfen. Ne? Ich fall bestimmt gleich hier irgendwie ins Wasser und die Fische fressen mich auf. Und ich muss den Rotz noch mal spielen. Ja, es ist erstaunlich, aber die Gegner werden stärker. Wer hätte das gedacht? Das... Ah, du Dreckshummel, du. Dass in einem Spiel die Gegner mit... naja, es ist ja kein höherer Level, den ich habe. Aber mit Weiterkommen des Spiels, dass die Gegner schwerer werden. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Scherz. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob... Ich meine, die Leute, die mich nicht persönlich... die mich persönlich nicht so gut kennen, erkennen meinen Sarkasmus nicht. Ich mache immer irgendwelche dummen Sprüche und die nehmen das einfach ernst. Deswegen weiß ich nicht, 90% von dem, was ich sage, ist Sarkasmus. Das merkt euch das einfach mal. Und bei den anderen 10% wisst ihr eigentlich, das merkt man dann, also würde ich behaupten schon, wenn das kein Sarkasmus ist. Ich mache eine Pause. Ich, ja, ich sehe euch einfach, oder ihr seht mich oder hört mich, dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.